2, 1, los! Alter, was war da los? Ja. Krass geht die ab, ey. Die geht richtig rund. So, Leute, heute geht es in die Vollen. Das habt ihr bei uns noch nicht gesehen. Wir haben die stärkste Serienmotorsäge der Welt. Die Stihl MS-881. Und damit die Stihl auch jemanden hat, mit dem sie sich so ein bisschen betteln kann, haben wir was ganz Feines organisiert aus euren Reihen. Denn ich habe euch aufgerufen, dass ihr mir mal eine ordentliche China-Säge zur Verfügung stellt. Das habt ihr gemacht. Es hat sich jemand gemeldet, der diese Holzformer... G660. Holzformer. Genau, mit Doppel-F. Und das ist im Prinzip eine ziemlich dreiste Kopie der Stihl MS-660. Aber diese Säge hat es nochmal in sich, denn diese Säge ist getuned. Die hat noch ein bisschen mehr Leistung laut ihrem Besitzer. Es ist ein Tuningzylinder drauf, es ist ein anderer Kolben drauf für ein bisschen mehr Verdichtung. Und wir haben einen Magnum-Auspuff. Ja. Also auch da soll noch ein bisschen mehr drin sein. Ja, und Stihl MS-881 ist der Nachfolger der Stihl MS-880. Bevor wir in den Battle gehen, wo ich denke, dass ich relativ gute Karten habe, ich glaub auch, ja. Machen wir mal ein paar Daten und Fakten zu dieser Säge. Wir haben eine Kettensäge mit 123 Kubik Hubraum. Das ist ungefähr so, wie man mit einer 125er... Ja, wie das schwarze Moped. Genau. Ja. Wie unsere kleine Gorilla, die wir hier haben. Dein Lieblingsmotorrad mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Und 123 Kubik bringt Leistung. Wir haben nämlich... 6,4 kW, 8,7 PS. Das ist ordentlich. Ja, rund fast 9 PS. Mehr geht nicht. Dafür haben wir natürlich aber auch ein bisschen mehr Gewicht am Start als hier... Solche kleinen Zipfelklatscher hier. Zipfelklatscher, ja. Im Vergleich dazu ist sie natürlich winzig. Ja. Die verschwindet regelrecht hinter dieser Säge. Das ist so ein bisschen wie der Rolls-Royce und der Mini. Hm. Auch leistungstechnisch sind wir natürlich hier ein bisschen anders unterwegs. Wir haben hier eine etwas größere Schneidgarnitur drauf, nämlich eine 90er Schiene. Und wir haben hier keinen Umlenkstern, denn diese Säge ist eine freundliche Leihgabe eines Zuschauers. Und natürlich nichts für den gelegentlichen Gebrauch. Die brauchst du wirklich nur im Starkholz. Damit gehst du natürlich jetzt hier nicht Brennholz machen oder in Asten. Dafür hätten wir dann eine andere Säge. Ja. Nämlich, da haben wir eine MS-881 da. Was ist besser als eine 881? Sind zwei 881. Ja. Und hier seht ihr mal den Unterschied, 75er Schwert. Geht's? Warte, ich brauche Platz. Ja, man kann, wir können ja mal Sägenstämmen machen, ja. Nicht Maßkrugstämmen. Ja. So, ich stell die mal nach vorne, die Kleine. Ich habe mich auch dafür entschieden, nicht die neue jetzt in den Battle mit reinzunehmen, sondern die, weil die hier schon eingefahren ist. Die hat schon rund 20 Tankfüllungen hinter sich. Die Kette ist ein bisschen schon in Gebrauch gewesen, deshalb haben wir uns auch noch hier eine nagelneue Kette besorgt. Und da gab es bei den letzten Videos teilweise auch Leute, die gesagt haben, naja, die Kette musst du noch mal selber ein bisschen nachfeilen. Mhm. Aber ja, was macht das aus? 2-3%? Ja gut, vielleicht. Bei der Säge. Wir haben auch auf dem getunten 660er Clone eine neue Kette drauf. Auch eine andere Schiene, 63er Schiene. Natürlich auch Vollmeißel, ja, wobei wir hier auch einen anderen Griff haben. Wobei das nicht so ganz safe ist, weil wenn du die Säge jetzt hier so führst, und die macht jetzt einen Kickback, dann hast du natürlich die Kettenbremse hier nicht am Anschlag. Das heißt, die löst da nicht aus. Ne? Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt zulässig ist. Kleine Story noch dazu. Ich habe bereits zweimal versucht, so eine Säge aus Fernost zu bekommen. Nur in Ersatzteilen, aber selbst die wurden beim Zoll konfisziert. Ich wollte mich dann nicht auf einen Disput einlassen. Und das wurde dann vernichtet. Ich habe aber immer das Geld zurückbekommen. Aber wozu hat man treue Zuschauer? Und jetzt haben wir das Pferd hier im Stall zum Battle. Gibt es sonst noch was zu sagen zu der Säge? Die Säge soll rund 10 Kilo auf die Waage bringen. Aber ich denke mal, ohne Flüssigkeit drin. Hier mit der 75er Schiene sind wir jetzt betankt bei 13,7 Kilo. Das ist ordentlich. Wobei jetzt hier die 75er ist, die, wenn wir das Ganze mit der 90er haben,
Jetzt ist sie drauf, 14,3. Ja, 14,3 Kilo, mein lieber Scholli. Ja. So, und die hier ist ein Hüpfer dagegen. Jo. 10,7 Kilo. Du kannst deine Uhrenkette tragen quasi gegen die anderen beiden. Ja. Als Vergleich hier unsere treue 261, die kommt auf 6,4 Kilo. Ja, Hälfte, ne? Mehr oder weniger mit Sprit drin. So, und ein paar Infos zu der Holzformer. Wir haben hier 92 Kubik. Genauso wie die 660. Und 7,1 PS. Ja, genau, hat die 660 auch. Die hat 7, die hat 7,1. Ja. Also nimmt sich nichts, ne? Ja, also wir gehen mal davon aus, dass diese Säge jetzt so vielleicht um die 9 PS schon hat. Wir haben ja auch schon die ein oder andere China-Säge hier auf dem Tisch gehabt, mit teilweise ordentlichen Ergebnissen für Preis-Leistung. Ey, krass, du hast mich abgezogen. Mit dieser Säge sind wir eigentlich relativ überrascht, was die Qualität anbelangt. Also so der Eindruck ist die nicht schlecht, ne? Ja. Ich habe sogar schon Leute gehört, die meinten, dass ihnen die Säge gefällt wegen der Farbe. Ich meine, du hast auch einen Adler drauf, das gibt schon mal extra Punkte. Immer. Ja. Und ob der Adler fliegen kann, das sehen wir ja gleich. Was es nicht gibt, ist natürlich hier irgendwelche Extras wie eine Griffheizung. Mhm. Ich denke, die hat auch keine M-Tronic, das kann ich jetzt nicht sagen. Weißt du, was mich wundert? Ja. Dass die immer noch nicht die Verschlüsse kopiert haben. Was ist der Grund? Teuer. Ansonsten sind ja die Verschlüsse hier die auch sind gleich, ja. Nur vom Luftfilter Decke. Ne? Die sind nie kopiert, ne? Eine Motorsäge, die gerne eine Stiel sein will, aber keine ist, ne? Aber es kommt der Moment, an dem will die Säge sägen und wir haben uns ein bisschen Eiche vorbereitet und da gehen wir jetzt in den Battle. Auf jeden Fall, ich freue mich. So, Leute, die Sägen laufen schon. Hinter uns sind fast 20 PS. Die stärkste Serienkettensäge der Welt, Stiel MS881 gegen eine China-Kopie der 660er Tuning, müsste leistungsmäßig fast gleich sein. Ja, müsste passen, ja. Und jetzt gibt's das Battle. Okay. Das war nochmal ein knappes Ding, oder? Alter, was war da los? Ja. Krass geht die ab, ey. Die geht richtig rund. Scheiß die Wand an, ey. Hallöchen. Okay, man muss jetzt sagen, Leute, das ist natürlich Eiche. Ja. Und ich habe ein bisschen mehr Fleisch. Ja, ein bisschen. Du hast aber auch ordentlich abgesägt. Ich habe ordentlich gesägt, ja. Du weißt aber schon, dass wir dreimal sägen müssen. Ja. Wir machen jetzt nochmal Seitenwechsel. Okay, alles klar. Let's go. So. Und falls ihr euch fragt mit den Zeiten, die Zeiten fangen immer dann an zu laufen, wenn die Säge das Holz berührt und wenn die Säge durch ist. Das heißt, die Stoppuhren laufen nicht synchron, aber das hat alles seine Richtigkeit. Ich bin vor allen Dingen gespannt. Warte, wie sieht es aus mit Kettenspannung? Ja. Weil bei so einer langen Kette, 90er Schwert, hoffen wir mal, dass die Dinger jetzt anspringen. Und das machen wir jetzt mal auf dem Boden. Keinen fliegenden Start. Ein bisschen zu kurz, ne? Da war es zu kurz, das ist wie es ist, ne? Aber bist du denn? Ja. Ja. Bin ich ganz gerade gekommen. Aber ich sag mal, du bist ja auch noch Anfänger. Ja, ja. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, dass das auch ganz schön gefährlich sein kann?
kommst du mal ins Bein oder so. Ich meine, du hast Schlittschuhsoße an, ja. Alles vorbildlich, aber kann ja trotzdem immer mal was passieren. Ne? Könnte was passieren. Ich habe jetzt hier so eine App von Clark, Versicherungs-App. Okay. Kennt ja jeder, hat ja schon mal so Preisvergleich, Versicherungsvergleiche gemacht. Ja. Ich dachte erst, das wäre auch sowas und das habe ich ja schon. Ja. So. Hier ist das aber noch mal besser, weil du scannst einfach deine Verträge ein, die du schon hast. Meinetwegen Kfz-Versicherung, Haftpflichtversicherung habe ich drin, Rechtsschutzversicherung. Okay. Und die übernehmen quasi dann ein Mandat. Mhm. Das ist aber kostenlos, digital, du hast da keinen Papierkram. Dann hast du alles hier übersichtlich in einer App. Ja. Und Berufsunfähigkeit, weil Thema Berufsunfähigkeit. Das kommt ja hier eventuell zum Tragen, ne? Könnte eventuell für dich Sinn machen. Ja. Ich zahle noch ein bisschen für dich, dann kommt die Krankenkasse, aber nach anderthalb Jahren ist im Prinzip Sense. Und du willst ja auch noch mal ein bisschen Spaß haben. Richtig. Überleg mal, wie viele werden statistisch im Laufe ihres Erwerbslebens berufsunfähig? Das weiß ich nicht. Jeder Vierte. Okay, ja, ja, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll. Also wenn du deinen Beruf zu 50% oder weniger nur noch ausüben kannst, dann kriegst du quasi deine Rente. Okay. Link ist unten in der Beschreibung und Clark gibt's für Deutschland und Österreich. Ne? Mit dem Rabattcode BAU25 bekommt ihr bis zu 3 Amazon-Gutscheine, insgesamt 45 Euro, für einfach einen Vertrag quasi fotografieren, hochladen. Das reicht schon. Mehr braucht ihr gar nicht machen. Das heißt, die 45 Euro könnt ihr per se schon mal einstecken und vielleicht davon schon eine Motorsäge. Nee, das klappt noch nicht. Nee, noch nicht ganz. Nee, die 69 Euro Motorsäge. Können wir nicht empfehlen. Können wir nicht so empfehlen. Nicht. Ja, aber dann spart das schon mal auf sowas. Ne? Ja. Und wir machen jetzt hier nochmal richtig Alarm. 88 gegen 88. Mhm. Mehr geht nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Auf jetzt, komm. Zu lang? Kannst du vergessen. Ich hätte nur die Möglichkeit, hier noch zu sägen. Aha. Von hier. So, Freunde, das hat jetzt nicht geklappt, weil mir geht hier die Luft aus. Das heißt, die haben den Stamm jetzt noch mal ein bisschen verrückt. Ich säg von da, du sägst von da. Okay. Hier den Cookie, den lasse ich mal so. Okay. Aber ihr seht ja, dass ich hier rein säge. Und dann geben wir jetzt noch mal Vollgas. Was haben wir? Rund 9 PS? Ja. So, 18 PS am Start, ne? Okay, dann. Dann läuft's so. Lass gehen. Nein! So, habt ihr gesehen? Ich sag mal, Holzfäller muss noch ein bisschen üben. Ja. Aber die Dinger haben richtig Ivan im Ärmel. Ich meine, das ist. Aber die laufen auch schön rund und so, weißt du, was ich meine? Aber Überraschungssieger für mich, der China-Hobel. Ja, der geht richtig dran. Ne? Aber gut, der ist auch getuned, ne? So ein bisschen. Trotzdem, wir haben weniger Kubik. Und wir haben im Prinzip eine Säge, die wir irgendwie für 300 Euro gekriegt haben, plus Optimierung. Ja. Wie gesagt, sag mal mit Optimierung 500, 600 Euro. Ja. Hier liegen wir bei 800 Euro, roundabout. Ja. Ne? Jetzt wenn du eine kriegst. Aber jetzt seid ihr wieder gefragt, getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, hauen wir jetzt so richtig einen raus. Und zwar, ich spendiere unsere 261. Was? Alto Belly! Mit Griffheizung, mit Tuning-Kit. Ja, da cool. Reden wir mal ganz locker über 1000 Euro plus. Da lohnt es sich richtig, hier mitzuspielen. Was sollt ihr machen unter dem Hashtag Kettensäge? Schreibt ihr mal eure Meinung zum Test zu den beiden kleinen Vögelchen hier. Betonung liegt auf klein. Klein, ne? Und vor allen Dingen, wie euch die getunte China-Säge hier von der Performance gefallen hat. Ne? Teilt auch, wenn ihr noch jemanden kennt, der meint, hör mal, 261 wäre auch was für mich. Ja. Ne? Kommentieren, kommentieren. Brockschmidt trendiert. Das reimt sich jetzt nicht. In diesem Sinne, ne? Macht's gut, tschüss und bis dann. Jo, ciao. Komm. Und 10 Kilo auf die Waage bringen. Wir haben jetzt natürlich Sprit schon drin. Das ist ausgeschaltet mit der Säge. Und die darf sich heute battlen mit einem Vertreter der China.